Leuchtende Buchstaben symbolisierten in Europas größtem Automobilwerk eine stolze Bilanz. Die Belegschaft verabschiedete im VW-Werk Hannover den millionsten Volkswagen-Transporter. Unter dem Beifall der Arbeiter rollte der Jubiläumswagen aus der Halle auf die Werkstraße. Einer aus den stählernen Karawanen, für die hier in Hannover jährlich 166.000 Nutzfahrzeuge gebaut werden. Dicht an dicht stehen die 740 Fahrzeuge einer Tagesproduktion zum Abtransport bereit. Das Volkswagenwerk hat mit diesem Transporter ein Vielzweckfahrzeug geschaffen, das in seinem Geburtsjahr einen völlig neuen Fahrzeugtyp darstellte. Und hier beginnt der Weg der Transporter in ständig nachfolgenden Karawanen. Nicht weniger als 700 Maschinen fertigen in den riesigen Hallen des Presswerkes die verschiedenen Einzelteile. Über 40 Kilometer lang sind die Transportketten. Sie sind ständig im Umlauf und halten einen Rhythmus ein, nachdem die erforderlichen Baugruppenteile immer dann, wenn sie eingepasst werden müssen, abgenommen werden können. Das Aufschweißen der Scheinwerfermulden gehört schon zur Fertigstellung der einzelnen Karosserieteile. Schon schwebt diese Vorderwand, wie alle anderen, an der Transportkette den Kreis- und Ovalbändern zu. Die Bodenbleche drehen sich auf dem Ovalband um die Achse, damit die Schutzrohre für die elektrischen Leitungen angeschweißt werden können. Der Einspannrahmen löst sich und läuft wieder zum Zubringerband zurück. Das Fahrzeugdach wird aufgesetzt und festgeschweißt. Nun schweben die fertigen Rohkarosserien der Lackiererei zu. Langsam taucht eine Karosserie in das Becken mit dunkelbrauner Farbe ein. Und dann rollen die Aufbauten, inzwischen grau geworden, aus den angrenzenden Trockenöfen heraus. Jede Karosserie wird jetzt von der Inspektion quasi unter die Lupe genommen. Nur wenige Handgriffe sind für den Einbau von Achsen und Motor erforderlich. Der Transporter ist fertig. Er unternimmt seine erste Probefahrt auf dem Stand. Alle anderthalb Minuten läuft ein Transporter vom Band. So geht es Stunde um Stunde, Tag für Tag. Nun schon der zweiten Million entgegen.